Ich auch nicht. Es ist meine unqualifizierte Meinung. Ich spiele dieses Spiel exakt so lange wie ihr, right? Ja. So, ich sehe das auch nur aus eurer derzeitigen Jetzt-Position, aber ihr habt nur in Anführungszeichen zwei Verwundete plus Luger. Okay, dann schweren Also Herzens würde ich ich darauf würde eher verzichten. rekrutieren. Die Frage mit dem Rekrutieren ist, brauchen wir das wirklich jetzt? Also wir könnten es vielleicht auch in der nächsten Session noch So, machen, also in der hier nächsten ist die regeltechnische Missionsphase. Seite der Sache. Ihr könnt nur ein volles Squad auf eine Mission schicken. Ihr könnt nur ein Squad auf eine Primary und ein Squad auf eine Secondary Mission schicken. Und du kannst, der Marshall kann zumindest Squads umverteilen, like er kann Mitglieder aus anderen Squads pflücken, um nicht volle Squads, also teilweise befüllte, voll zu machen. Aber das könnte ihnen auf Dauer nicht gefallen. Ihr habt im Moment zwei volle Squads, das sind die Emma Wolves und die Grinning Ravens. Das heißt, ihr habt theoretisch genug, nächste Missionsphase zu überstehen. Nee, wir rekrutieren. Was sagt der Marshall dazu? Ich sag's halt, glaube ich, fast ein paar Wochen, was ich davon halte. Okay, alles klar, dann wird rekrutiert. Und zwar geboostet. Okay. Rest in Peace, meine Supplies. Dann habe ich drei Fragen an dich. So, die erste ist, wie sieht das aus? Du wirbst fünf Leute an. Genau. Ja gut, Ah, der eigentlich hat brauchen. gesagt, geboostet. Ja, klar. Dann Trotzdem, er wirbt er wirbt nicht fünf. fünf, dann wirbt er zwei Soldaten an. Ja, aber zwei Soldaten statt zwei Rookies. Das sind immer noch fünf Okay. Leute. Genau. Ich würde den Marschall nach Rat fragen. Vielleicht schlägt der mir ja vor, dass man sich mal bei der Stadtgarde umschaut, ob da brauchbare Leute dabei sind und die vielleicht abwirbt. Okay, Marshall, was meinst du? Kleiner Ich muss Tipp, nimm sagen, weil nicht den. die Stadtgarde sieht mir nach unbrauchbaren Hämpflingen aus. Gab es nicht hier die Chance, vielleicht noch andere Überlebende der Legion wiederzufinden? Wenn ihr euch auf die Suche macht, vielleicht. Unter anderem das und bei den Flüchtlingen wird sicherlich der ein oder andere auch dabei sein. Genau, dann werden keine Kosten und Mühen gescheut, um da die besten Leute auszusuchen und den Spreu vom Weizen zu trennen. Okay. Tun wir einfach mal so, als würdest du tatsächlich eine Handvoll, in diesem Fall fünf, Legionäre finden, die sich jetzt langsam über die nächsten Tage nach der Niederlage auf den Ettenmarkfeldern hier einfinden. Und die erkennen euer Banner und die kommen auch direkt zu dir und du kannst die einkaschen. Right? Okay, gut. Dann ist die nächste Frage, die ich an dich stelle: Wie verteilst du dir, like, wo kommen diese Rookies hin, in welche Squads? Das ist die Frage, ob ich das mache oder ob das die Aufgabe des Marshalls ist. Das ist tatsächlich eine Frage an den Marshall. Richtig. Und außerdem, ich weiß nicht, darin, zwei dieser Rookies sind Soldaten, also Soldiers, also erfahrene Veteranen der Legion, die wissen, wo vorne und wo hinten ist. Ja. Und die schwören auch ein Eid auf die Legion, Die oder? sind Die bereits haben eingeschworen, weil sie ja alle. bereits Also, versprengte super. Legionäre sind, die sich halt jetzt irgendwie selbst über den Tigerier gerettet haben. Like, irgendwo in der untoten Offensive, die eure Linie gebrochen hat, sind sie halt von euch getrennt worden. Und vielleicht wurde die Einheit, in der sie eingebettet waren, dann aufgerieben und die haben sich dann durch die Landschaft geschlagen und sind über den Tigerier geschwommen. Das sind Geschichten, die sie euch erzählen können. Und haben es jetzt auf dem letzten Atem irgendwie noch nach Plainsworth geschafft. Vor Und du den kannst halt. Rottern sind die praktisch vor den hergerannt, um hier noch die Stadt eher Richtig, zu oder erreichen als haben sich die. halt irgendwie zu fünft dann durchgekämpft. Und der Marshall oder zumindest die Leute, die er losschickt, um draußen sich mal umzuhören unter den Flüchtlingen, können diese Leute halt direkt identifizieren, weil die kommen natürlich auch direkt auf euch zu und sagen: Hallo, wir sind Legionäre. Guck mal, wir haben sogar das Tattoo oder so. Und du kannst sie dann auch direkt identifizieren. Du kannst sie noch anschwören, wenn du möchtest. Aber so oder so, ja, das ist auf jeden Fall gegeben. Guck mal, unser Sehr cooles gut. Legionärs-Zungenpiercing. Dann würde ich da Tatsächlich. einfach dem Marshall Zeit geben, oder? Ja, ich denke, wir geben dem Sich Marshall die Zeit. Er darf auszudenken und sie sich das zuzuweisen. bis nächste Woche überlegen. Zwei Gedankenstriche an den Marshall. Erstens, wie gesagt, es sind zwei Soldaten dabei, du musst dich entscheiden, wo die hingehören. Die Amber Wolves erheben auf jeden Fall an, sorry, die Shattered Lions erheben auf jeden Fall Anspruch auf beide, auch wenn sie nur einen Platz frei haben. Das zählt.
Und das Zweite ist, diese Soldaten werden einen gewissen Anspruch haben, halt der große Macker im Squad zu sein. Du solltest überlegen, wie das mit den bisher bestimmten Streiten, die ja eigentlich die Anführer des Squads sind, zusammenpasst und wie die internen Policies, Politics, wie auch immer dann aussehen. Aber das kannst du fürs nächste Mal überlegen. So, du bekommst 3 Rookies und 2 Soldaten. Dies kostet dich 2 Supply. Du musst eine ausgeben, um eine zusätzliche Aktion zu bekommen, und du gibst noch eine aus, um sie zu boostern. Du hast also noch einen. Möchtest du mit diesem 1 Supply etwas tun, oder war es das für dich? Den möchte ich noch aufheben für die nächste Kampagnenphase. Oder? Gut. Dann, wir haben gerade schon darüber gesprochen, deine Laborer, die eine Einheit an Arbeit, die du hast, gibt dir einen Tick auf ein beliebiges Langzeitprojekt. Genau, da wir nur 1 haben, wird jetzt der Leiterwagen fertiggestellt. Ja, ich denke, da müssen wir nicht lange drüber reden. Die Dinge, die ihr noch braucht, Nägel oder vielleicht eine lange gedeichselte Stange für die Achse, lassen sich in der Stadt auf jeden Fall locker flockig besorgen. Easy peasy, kein Problem. Sehr gut. Notfalls beauftragen. Und ihr habt einen Wagen. Dies erhöht eure Kapazität für, ich glaube, Supplies und Food auf 4 Punkte. Richtig, wir können. Vorher konntet ihr nur 3 Supplies mitnehmen und Food gab pro Box, die ihr akquiriert habt, nur 3. Jetzt gibt es 4. Aber wir haben nicht mehr das Problem, und ich sehe es auch nicht in naher Zukunft, dass wir zu viel Supply haben. Die Kommandantin hat da Ideen zu. Das klingt gut. Aber bevor wir zu ihr kommen, Sirion. Ja. Respektive Anton. Ich glaube, du hast eine Freeplay-Szene, die irgendwie mit den Alchemisten abhängt. Ja, Anton hätte die und Sirion hat aber noch seine Netzwerkarbeiten, die er tun müsste. Ja, machen wir erst Anton, okay? Ja. So, geht Anton Ich würde mich da gerne dranhängen. Als Kommandantin? Nein, als Amrita von den Star Vipers. Denn Amrita hegt den Traum, dass sie auch irgendwann ein Medic wird. Okay. Amrita von den Star Vipers, right. Ich frage jetzt erstmal ins Vakuum hinein an Sirion, den Spymaster. Lässt du jemanden auf Anton aufpassen, wenn der Velos geht? Definitiv. Okay. Antoinette wird das übernehmen, weil die sich eh schon mit dem Alchemisten unterhalten hatte, Anno dazu mal. Ich denke, Antoinette ist relativ offensichtlich, right? Like, sie hält sich in Antons Nähe und sie ist fies und sie passt auf und sie hat ab und zu mal irgendwie ein Wurfmesser in der Hand. Sie ist nicht irgendwie Crimson Vexing, der im Schatten steht und nur auftaucht, wenn er gefragt. Nein, aber trotzdem ist sie eben, ja, sie ist eher, hier in der Stadt ist sie eher auffälliger. Ja, im Gegensatz, du warst auch jetzt in der Woche, die ihr hier seid, im Gegensatz zu Crimson Vexing, die sich halt mehr für sich hält, hat Antoinette 1-2-3 Informanten in der Stadt rekrutiert, Kontakte, die sie halt am Laufen halten. Genau. Genau. Okay, so, ich denke, ihr kommt am Tempel des Orichen Handwerkergottes. Man muss es hier leider sagen, denn auch die Aldermarker beten einen Handwerkergott, den sie den Schmied nennen, oder bei seinem Namen Matja an. Dessen Erwählter leider gebrochen wurde. Die Götter der Aldermark sind Zwillinge. Zum einen ist es Matja, der Schmied, und das andere ist Gerholz, der Jäger. Und beide ihrer Erwählten wurden leider in der letzten großen Offensive des Cinder Kings gebrochen, und entsprechend hält sich ihre Gewaltenschaft ein bisschen unter sich. Aber das ist für euch gerade nicht relevant, denn ihr seid bei den Anhängern des Orichen Handwerkergottes, den Alchemisten. Das ist das Crafters, wenn ihr so wollt. Einerseits sind sie halt sehr nützlich, denn sie sind Alchemisten. Sie können Dinge vollbringen, vor allem Substanzen erstellen, die Normalsterblichen nicht zur Verfügung stehen. Aber, Schreier hat euch gewarnt, es sind Bleiters-Kreaturen. Seit die Erwählte des Orichen Handwerkergottes gebrochen wurde und nun Bleiter heißt. Nichtsdestotrotz hatte dich der Vorsteher dieses speziellen Ordenshauses hier eingeladen. Und vermutlich schlagt ihr da halt auf, Anton. Ich würde gerne noch davor. Okay, was hast du zu tun? Und zwar, Amrita drückt sich recht auffällig in der Gegend rum, als sie sieht, dass Anton und Antoinette
sich auf den Weg machen und sie muss anscheinend ihren Mut zusammennehmen, aber dann taucht sie so neben Anton auf. Entschuldigung, Galant? Ja, wie kann ich euch helfen? Seid ihr verwundet? Braucht ihr irgendetwas? Nein, ich wollte nur fragen. Die anderen sagen, ihr wollt euch informieren, damit ihr den Eulen helfen könnt. Und wisst ihr, ich würde auch gern helfen können. Also, so wie ihr, dürfte ich vielleicht, also würdet ihr mich mitnehmen? Ich bin auch ganz still, ehrlich. Ja, ich schaue mir die Dame mal an. Du bist ja nämlich an ganz normal bewaffnet, Muskete, Schlag mich tot, Seitenwaffe und so weiter und so fort. Ja, also Sie ist ein Rookie und sie hat ihre Waffe dabei, so wie sie es gehört. Und ja, ansonsten, also sie ist Bartanerin, sie hat lockige schwarze Haare und sie wirkt auf dich sehr jung oder zumindest sehr unerfahren. Es ist nicht so ganz klar, bis das Alter ist. Viele sind hier unerfahren, das weiß ich selber. Nun, wenn ihr helfen wollt, ich kann jede Hilfe gebrauchen bei diesem Unternehmen. Sie strahlt. Vielen Dank. Wie gesagt, ich werde euch auch nicht zur Last fallen. Ihr könnt lesen, nehme ich an? Ja, natürlich. Gut, das ist der erste Schritt. Und dann schließt sie sich ganz unauffällig an. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Leibwache mehr auf Deutsch gesagt. Ja, dann würden wir zu den Alchemisten gehen. Dort, ich habe ja einen Namen von dem Typi bekommen. Der hatte mir eine Karte oder sowas gegeben, glaube ich. Eine Karte von was? Na, von sei, also wie eine Visitenkarte von ihm. Also, dass ich weiß, mit wem ich zu reden habe. Der hatte sich ja mir vorgestellt. Ich habe auch seinen Namen vergessen. Er hat sich dir vorgestellt, mit Namen. Ich habe ihn nur vergessen an dieser Stelle. Ja, ich auch. Du kannst ihn einfach den Vorsteher des Handwerkertempels in diesem Fall nennen. Genau, gut. Nur, dass ich weiß, zu wem ich will und wohin wir vorgelassen werden wollen, falls es dort Probleme gibt. Also, du kannst dir sicher sein, du wirst auf jeden Fall erwartet, wenn du da irgendwie an die Tore klopfst. Ja, dann machen wir uns, wie gesagt, zu dritt auf den Weg. Okay, ihr kommt davon an, es ist kein Gebäude an sich. Ihr könnt es auf der Karte sehen, es ist mit D markiert. Oder es ist mittlerweile ein Gebäude. Es war wohl mal ein ganzer Häuserblock, der so nach und nach übernommen wurde. Right? Like, es war ein kleines Ordenshaus des Handwerkergottes, in dem vielleicht ein Alchemist gearbeitet hat und der hatte einen Lehrling und so blähte sich das auf und sie haben das nebenstehende Haus gekauft, etc. etc. Und vielleicht haben sie dann die letzten Bewohner des Blocks irgendwie rausgemobbt und haben dann halt zwischen den... Nicht gemobbt, Stadt. Giftige Gase. Schon lange her. Right? Und während der Orden des Handwerkergottes, so Ritschen Handwerkergottes, auch hier in der Aldermark halt ein Einfluss wuchs auch dieses Ordens aus ein Einfluss. Und Plainsworth ist irgendwie die viertwichtigste Stadt in der Aldermark. Sie haben mittlerweile halt den ganzen Häuserblock besetzt und vermutlich halt Durchbrüche zwischendrin gemacht und dieses Tor, vor dem ihr steht, führt vermutlich in eine riesige Ordenshalle, die irgendwie 3 Stockwerke hoch ist. So, ihr steht vor einem doppelflügeligen Tor und ihr seht schon halt diesen typischen Aufschub, du weißt schon, dieses Ding, das man aufschieben kann mit so einem Riegel oder so in der Tür. Und du kannst da anklopfen mit einem Türklopfer, der wie ein Wasserspeier geformt ist und irgendwie aus Messing ist. Mhm. Und mit relativ wenig Verzögerung schiebt sich halt so eine augenhohe, Gott, schau mal, da gibt es ein Wort für, right? Komm, ja, hier so ein Guckloch oder was, falls irgendwer, ja. Ich weiß, was du meinst. Richtig, er schiebt sich auf und du siehst halt du siehst nicht mal Augen dahinter, du siehst nur... Die Pestdoktorenmaske der Alchemisten, während sie gerade bei der Arbeit sind. Und du hörst das gedämpfte Passwort. Ich möchte zum Tempelvorsteher. Galant Anton Loprio, mein Name. Und mit einem Ratsch diese Luke erstmal wieder zu. Und ihr steht da, bestimmt 5 Minuten lang. Tut ihr in der Zeit was? Ja, wir schießen unsere Musketen ein auf die Tür. Nein, natürlich nicht mehr warten. Okay, wenn ihr genug Geduld aufbringt, macht es davon in
erstmal Klick oben und dann Klick in der Mitte und dann nochmal Ratsch unten, als würde ein Riegel aufgelegt werden. Und dann wird diese große Flügeltür halt auf der einen Seite aufgezogen. Und du siehst dahinter immer noch denselben. Und die sehen verblüffend aus, wie Bleiters Krähen halt, right? Nur statt irgendwie dieser Die habe ich ja schon selber gesehen, nee, ja. Right. Nur statt, du hast schon mit ihnen gekämpft und sie hätten dich fast dran gekriegt. Ja, ich meine, ja, ich habe sie ja richtig, schon gesehen. Nur statt dieser schwarzen, im Wind flatternden Kleidung haben sie halt schwere Ledermäntel an. Aber sie tragen halt dieselben Masken und du weißt, dass diese Krähenschnäbel vorne sind mit irgendwelchen Essiggetränken, Schwämmen und Kräutern ausgestattet. Und dir weht auch von innen halt dieser leichte Geruch von Schwefel und Pech und Schießpulver und hast du nicht gesehen entgegen. Und du weißt ganz genau, warum sie halt diese Dinger tragen. Und dahinter steht dann ohne Maske und in einem relativ zivil aussehenden, immer noch Ledermantel, aber halt etwas leichter, nicht gar so bis unter den Kragen und erwürgend zugeknöpft, der Ordensvorsteher, dessen Namen ich es tut mir leid, dass ich vergessen habe, und streckt die Hände. Ah! Der Medikus! Tretet doch rein! Und seine Begleiter, warum nicht? Kommt herein! Hab Dank, ein paar Helfer. Unter euch schwingt die Tür zu und wird dann mit einer Finalität verriegelt, die sagt, diese Tür geht nie wieder auf. Und ihr steht in einem kleinen Vorraum, der sich dann halt auf der Hinterseite wirklich als welchen Durchbruch gemacht, in eine riesige Halle öffnet. Und ihr seht Werkbänke und alchemistische Gerätschaften und zwei Stockwerke hohe Kessel, aus denen auch irgendwas zücken scheint. Und ihr konntet das von außen schon sehen, ich habe es von außen nicht beschrieben. Von außen auch ein gutes Dutzend Schornsteine, aus teilweise gemauert, teilweise irgendwie aus Blech gehämmert, führt hier in verschiedenen, teilweise in den schiefsten Winkeln aus diesem Ordenshaus raus und scheint verschiedene Gase irgendwie in die Luft, also wirklich nach oben raus, nicht in die Umgebung zu verströmen. Und hier sind zwei, drei Dutzend an Alchemisten, die auch in ähnliche Lederkleidung bestimmt, die allermeisten, sagen wir alle, mit irgendwelchen Masken bestückt sind und die ihrer Arbeit nachgehen. Und hier und da siehst du mal einen Gehilfen, der irgendwie weniger heavy bekleidet ist und dazwischen umherirrt und irgendwas hin und her trägt. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, diesen Gildenvorsteher nachlaufen. Das möchte ich definitiv. Amrita würde ich auch mitnehmen. Ob Antoinette uns begleitet, entscheidet sie eh selber. Ich denke, ja, sie entscheidet sich dafür, weil hier sind einfach zu viele sehende Augen, als dass sie unerkannt, vor allem ihr seid halt in der großen Halle, zu viele sehende Augen, als dass sie unerkannt irgendwo verschwinden könnte. Crimson Waxing könnte vielleicht, aber Crimson Waxing ist nicht hier. Alles gut. Und es ist ein bisschen so, als würdet ihr durch so eine altmodische Fabrikhalle gehen. Ihr geht da wirklich eine Treppe hoch, die aus Holz ist, die man in irgendeiner Außenwand gemacht hat. Und oben scheint so Schreibstube zu sein, right? Und es gibt große Fensterfronten, durch die der Vorsteher des Ordenshauses halt in die Alchemistenhalle schauen kann. Aber es ist im Grunde ein abgetrennter Raum. Er lässt sich ja hinter einem großen Schreibtisch nieder und es riecht nach Verwesung im Grunde hier drin. So ein leicht süßlicher Geruch, der trotzdem, vor allem am Rita. Ich denke, Anton ist es gewohnt, weil er mit Leichen arbeitet. Oder zumindest mit Verletzungen, die auch Wundbrand und sowas haben, wo das auch so stinkt. Richtig. Ne? Und Antoinette ist halt Profi genug, um sich nichts anmerken zu lassen, aber vor allem am Rita sehr stark trifft. Und er lässt sich aber an den Schreibtisch nieder und du siehst einen Wust an Papieren auf diesem riesigen Schreibtisch herumliegen. Was kann ich für die Vertreter der Legion tun? Und du siehst irgendwie, er ist alt, er ist mindestens über 50, vielleicht an die 60 Jahre alt. Ihm hängen irgendwie die Tränensäcke vom Gesicht und er hat Falten wie sonst nichts. Und hier und da ein paar Brand- und Ätznarben, die irgendwie von seiner langen Karriere herstammen, denn er war auch mal irgendwie ein normaler Alchemist. Nun, es ist schwierig zu erklären, andererseits wieder auch nicht. Ihr wisst, mit was uns die Truppen von Bleiter zu kämpfen machen. Es wäre besser. Er zuckt nicht zusammen. Er sagt das sehr matter of fact.
Wenn ihr diesen Namen hier drin nicht erwähnt, allein die Nennung könnte schon einen ehrenwürdigen Effekt auf meine Ordensmitglieder haben. Gut, dann wie wollen wir den Herrn nennen? Gar nichts. Gar am besten. Nicht. Gut. Reden wir die über Dame. Die hohe Kunst der Alchemie. Gut, reden wir über die hohe Kunst der Alchemie. Wie können wir sein Gift oder wie können wir das Gift bekämpfen, welches uns derzeit unseren Kampftruppen in Gefahr bringt und von welchem auch einige unserer Legionäre befallen sind? Habt ihr Proben mitgebracht? Ich habe im Haus oder in meiner Krankenstation Legionäre liegen, die daran leiden. Okay, die Frage ist einfach mal, Anton, hast du irgendwelche Gewebeproben mitgebracht? Oder, so? Oder hast du vielleicht irgendwie mit einer Spritze, du weißt schon, wenn jemand gerade am Ersticken war, irgendwie die Spritze in die Lunge gehauen und die Flüssigkeit rausgezogen? Ich werde bestimmt irgendwelche Blutproben und sowas haben, weil ich die ja selber untersuche, ob ich da irgendwas finde. Okay. Also Blutproben, vielleicht Lungenwasser oder irgendwelche nekrotisches Gewebe. Ausflüsse oder sowas, ja. Ähnlichst du ihm die aus? Ja, pass mal auf, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich komme nicht anders an Wesen. Also ich komme selber nicht weiter. Ich komme nach wie vor an das Zeug ran. Ich würde ihm ein paar Fiolen und so weiter geben, ja. Okay. Und würde dann, würde praktisch meine Tasche nehmen und sagen, nun, ich habe einiges, was ich zusammentragen konnte. Okay, er nimmt die, er hält, scheint die gegen das Licht zu halten. Euch fällt jetzt erst auf, dieses Büro hat keine Fenster, right? Das ist direkt gegen eine Innenwand gebaut und wird nur von einigen Gaslaternen beleuchtet. So wie, jetzt, wenn ihr darüber nachdenkt, die Gesamtheit dieses Alchemisten-Labors. Es gibt die Schornsteine, die halt irgendwelche Gase nach draußen leiten, und es gibt Oberlichter, irgendwelche 2-3 Stockwerke über dem Boden. Aber hier kommt wenig natürliches Licht rein. Und hier wird viel mit irgendwelchen Gaslaternen auch aus Druckbehältern, die wissen, die Götter woher kommen, dann vermutlich gespeist werden, beleuchtet. Er hält die jedenfalls gegen dieses Licht. Ja, ihr habt einige Experten hier. Gebt mir doch einen Moment, ja? Natürlich. Okay, und so geht ihr an einem Krückstock, wie du jetzt erst feststellst, von dannen. Ach, den hat er die ganze Zeit nicht gehabt, während der vor uns hergewatschelt ist jetzt. Bist du nicht sicher, ob es dir nicht aufgefallen ist? Wenn du intensiv drüber nachdenkst, wirst du feststellen, doch, während er vor euch vorgewatschelt ist schon, aber nicht eurem Treffen mit dem... Anton war nicht dabei. Antoinette wird es auffallen. Nicht bei eurem Treffen mit dem Stadtrat. Okay. Und wie hoch ist dein Research-Wert? Oder... Also Frage an euch beide, auch an Rita. Wie hoch ist euer Research-Wert? Ich habe einen Research von 2. Amrita ist noch nicht gelevelt, aber ich glaube, wenn sie Medic werden will, hat sie auf jeden Fall Research. Das brauchst du. Anton, kannst du mir sagen, was der automatische Research-Wert ist, den der Medic kriegt? Ist 1 oder 2? 1. Ich hab, Amrita, oder halt, warte, nee, da muss ich nochmal gucken. Das Doktor 1, das könnte sogar auf 2 sein, das Research schon okay. Von automatisch aus. Dann fällt euch beiden auf und Antoinette, die euch darauf hinweisen wird. So, ihr seid 5 bis 10 Minuten alleine. Tut ihr in der Zeit was? Ja, na klar, ich möchte schon mal neugierig in den Papieren stöbern, die da auf dem Tisch liegen. Also, Die fangen ganz normal an. Ich möchte dann schon mal weiter unten, also oben drauf liegt eh nie das Wichtige. Okay, sorry, ich dachte, du fängst unten an. Unten fangen sie ganz normal an. Achso, right? Okay. Gleich Berichte über das Tagesgeschehen der Alchemistengilde in Plainsworth. Es ist super lame. Nee, es interessiert mich auch nicht. Es sind ein paar Verkäufe, es sind ein paar Durchbrüche in irgendwelchen Forschungsangelegenheiten, sehr esoterischen Forschungsangelegenheiten, right? Like die Verquickung von Schwefelsäure und Quecksilber, über die es geht. Moment, die irgendwie verzeichnet sind. Das ist gar nicht so schwierig. Right, deswegen. Es ist super mundan. Aber halt technologisch trotzdem relativ fortschrittlich. Und von da aus wird es esoterischer und auch die Schrift wird krakelinger, wird symbolischer. Like, viele Dinge sind einfach nur noch Gleichungen, die mit alchemistischen Symbolen aufgeschrieben sind. Ja, kann ich die über mein Orai-Chemist auf jeden Fall. Übersetzen auf Deutsch oder für mich anwenden, ja, sag auf ich jeden mal. Fall. Also auch wenn das ich sie vielleicht nicht umsetzen kann, das aber sind immer noch recht, richtig, das ist immer noch recht technischer Aufschrieb. Auch Amrita, wenn sie dir irgendwie in die Schulter schaut, merkt es. Immer noch recht technischer Aufschrieb.
aber irgendwie als würde der Schreiber mehr und mehr geistig abbauen, vor allem in seiner Fähigkeit, klare Gedanken zu formulieren. Okay. Stehen da irgendwelche Daten? Also und ob das, ihr habt zwei Research jeweils. Das ist das Wichtige. Die letzte Seite ist jeweils nur noch irgendwie von oben nach unten geschrieben, aber auch in Alchemistenschrift. Sie kommt, Ausrufezeichen. Von oben nach unten. Zeile um Zeile um Zeile. Alles klar. Und gleichzeitig werde ich aufsehen, ich habe zwei Punkte in Research, das ist wichtig. Irgendwie scheinen diese Alchemisten unten sich so ein bisschen in eure Richtung zu sammeln. Ja, verdammte Axt, die wollen uns vor Böses. Vor allem Antoinette steht irgendwann hinter euch beiden. Wir kriegen Besuch. Toll, sie ist weiblich. Wir kriegen Besuch, sagt sie, relativ grob. Und packt euch irgendwie bald und schüttelt euch so ein bisschen. Anton an der linken Schulter, Alita an der rechten. Um euch irgendwie aus eurer Dokumente lesen, Trance zu befreien. Das ist nicht gut. Ich glaube auch. Wie kommen wir hier raus, Anton? Tja. Sie haben gut. Die Tür zugemacht. Ja, aber nur die Haupttür. Entweder sprengen wir da unten alles in die Luft. Ich schau mal. Wir sind ja eine Treppe hochgegangen. Lässt sich ja eigentlich relativ gut verteidigen für uns. Auf jeden Fall. Das Problem ist, es gibt von hier aus keinen Weg nach draußen. Zumindest keinen, den du sehen kannst. Ja, dann Es gibt von dieser Treppe, die ihr nach oben genommen habt, gibt es noch eine Treppe weiter nach oben, die ihr nehmen könntet. Nur dann seid ihr weiter oben. Just saying. Was ist dein Plan hier? So, warte. Lass mich die Sache ein bisschen zusammenraffen. Innerhalb der nächsten Minuten werdet ihr von einigen der ansässigen Alchemisten mit alchemistischen Dingen angegriffen. Mit Säuren und mit giftig grünen, glitzernden und leuchtenden Tinkturen. Und mit relativ profanen Pistolen, mit denen sie auf euch schießen. So oder so. Irgendwie dieses ganze Ordenhaus scheint sich gegen euch verschworen zu haben. Aber wir sind in einer Freeplay-Szene, deswegen möchte ich es relativ raffen und du musst auch nicht würfeln. Wie, Anton, kommt ihr aus der Nummer raus? Tja, wie gesagt, entweder mit richtig viel Krach, indem wir da unten alles in die Luft sprengen, während wir noch oben sind und die unten. Oder die Antwort kann auch sein, wenn du es für vernünftig jetzt gar nicht und ihr verschanzt euch halt da drin und Legion muss kommen und euch rausboxen. Tja, das ist die Frage. Verschanzen gegen Säure ist schwierig. Wir haben ja oben nicht allzu viel Gerödel, was wir haben, ne? Oder was säurefest ist unter Umständen. Vor allem gegen Gase ist es schwierig. Genau. Gegen Gase könnte ich kurz einen Moment, weil ich ja mein Bandolier habe, sag ich mal, für eine Zähne oder sowas, aber das hält nicht ewig. Dementsprechend, erstmal zu zweit mit Amarita versuchen, die aufzuhalten und Antoinette soll versuchen, ob man von oben irgendwie aufs Dach kommt und dann von dem Gebäude runter. Also, dass wir weiter hoch. Ansonsten müssen wir uns freikämpfen. So, Amarita? Amarita, ja. Bist du bewaffnet hier reingekommen? Habe ich ja extra gefragt, ob sie alles dabei hat und da hat sie ja gesagt. So, es reicht tatsächlich, vermutlich du hast einen Punkt irgendwie ins... Du bist ein Rookie, du musst einen Punkt ins Skirmish haben. Ja. Also ich habe auch Skirmish und Shoot einen Punkt jeweils und habe meine Pistole und mein Schwert auch dabei. Es reicht tatsächlich, um euch irgendwie die Alchemisten vom Leib zu halten, diesen Hinterhalt ein wenig einzudämmen. Ich habe eine Idee, vielleicht könnten wir auf irgendwas von ihrem alchemistischen Zeug schießen und dann sind sie damit beschäftigt, dass ihr Laden nicht... Habe ich ja gesagt, dass wenig später, wenig später ist das gesamte Erdgeschoss dieser Anlage mit Giftgas geflutet. Überraschenderweise scheint das denen wenig zu machen. Ja, das war nicht überraschend, das ist normal. Dann müssen wir noch Feuer runterwerfen. Ich habe es gefunden, komm mit. Und ich raffe das ein wenig. Über ein Dachfenster, dann einen schmalen Grat und dann die Regenrinne könnt ihr außen herunterklettern, müsst ihr euch runterlassen, unter dem Feuer von irgendwelchen Alchemisten, die oben noch rauskommen und auf euch anlegen. Und könnt von dort aus euren Rückzug vermutlich in die Gassen anlegen.